Ja, cool. Wieder back. Wieder back in den bekannten Gefilden. Muss mich mal ganz kurz gucken. Sind hier jetzt Acquire Hospital, okay. Hospital und Cannery müssen wir, glaube ich, acquiren, damit wir da weitermachen können. Oh. Na, viel ist hier. Oh, hier mache ich auch noch kalt. Die mache ich natürlich auch noch kalt, ist doch Ehrensache. Ich glaube doch nicht ernsthaft, dass ich euch leben lasse. Für wen haltet ihr mich? So, ist da noch jemand? Nice. Hier geht alles in die Luft und ich bin maßgeblich dran beteiligt gewesen. Und das ist in Ordnung. Ich finde das in Ordnung. Super. Super, super, super. Dann gehen wir doch einfach mal zu den Kumpels zurück vom Golden Dawn und erzählen ihnen, was wir denn da so Gruseliges gesehen haben. Hallo. You're the one everybody in town is talking about, aren't you? Yeah, it's him. He single-handedly attacked that Nazi dig site just outside of town. My brother works there. He said after you left, the Nazis were in a hurry. They boxed up something big and transported it to town. Oha. Guten Tag, ich bin wieder da. Come on, get everything packed up. Dr. Alexandrov said the Nazis could be here any minute. Slow down. They aren't knocking on the door just yet. It's only a matter of time. Da könnt ihr recht haben. Ich habe die ein bisschen sauer gemacht. BJ, good to see you. You won't believe how much writing the Tool Society left. Of course, apparently I get to translate all of it. The feral creatures you saw at the underground base are the Gemein. Sniffers, as the Nazi guards call them. They are the results of experimentation with the Tool portal. They sniff out black sun energy. The Nazis use them to locate the purest of the manufactured crystals. Oha. Здравствуйте, BJ. I heard about your battle at the church. Sounds like it was quite exciting. So, the device you destroyed was actually something the Nazis used to draw power from the black sun. But its design is unstable. It could have torn a hole into the Black Sun dimension. They chose the old church because apparently the veil between dimensions is very thin there. I imagine you might actually be able to hear the other side if you were quiet enough. Ah, Agent Blaskowitz. I'm sorry, my eyes are killing me. I've been up translating ancient manuscripts for Dr. Alexandrov. Okay, ich nehme schwer an, dass das war, was er zu sagen hatte. Na, den kennen wir auch noch. The facility you discovered beneath the farm was used by the Nazis to grow new crystals, like the ones you possess. Luckily, their man-made crystals were far less powerful. We still don't know why they wanted them, but at least now their efforts have been thwarted. Well done, Agent Blaskowitz. Danke, danke. Why don't we talk later? Warum hast du auf einmal eine andere Stimme? Ist wohl die bessere Frage. Na gut. Agent Blaskowitz, I only ask you to rescue our brethren, not destroy the entire Nazi base. But you did succeed, so I have additional need of your skills. A nurse working undercover for us at a nearby hospital says that some bizarre things are happening since the Nazis took over the facility. I'd like for you to investigate. I've marked your map with its location. Try not to destroy it. Ich kann nichts versprechen. Shouldn't you be going to the hospital to rendezvous with our operative there? Ja, Mann. Kann man nur so fies sein. Jetzt würde mich mal ganz kurz interessieren, hatten wir hier zufälligerweise irgendwo auch noch irgendein... The best of luck on your mission. Ja, danke schön. Gibt's hier auf dieser... In dieser... Oh, guck mal, ja, was haben wir denn hier? Ein Mission-Giver.
Ein Mission Giver haben wir hier, aha. Und ich würde ganz gerne auch nochmal zu so einem Dings gehen, zu einem Waffenhändler. Jetzt gehe ich erstmal zu dem Mission Giver. Ja, Leute. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Ja gut, man muss zwangsläufig an dem vorbei, kann es sein. Oh, guck mal, das Feuer hat aufgehört zu brennen. Das ist ja praktisch. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Genau zum richtigen Zeitpunkt hat das Feuer aufgehört zu brennen. Agent Blazkowicz, I'm with the Golden Dawn. I need to talk to you. Ja. Please, several of my brethren have been taken for interrogation. They aren't warriors, Agent Blazkowicz. They need your help. You can find the headquarters on your map. You'll need to sneak in and look for them. Warte, was? Sneak in? Ich muss reinschleichen? Oder ist das einfach nur so ein bisschen... Das... Ja, da steht nichts von sneaken, also... Es war bestimmt nur so dahergesagt. Choir Canary, press F. Okay, da hinten geht's dann weiter Richtung Hospital. Aber ich würde mich dann tatsächlich erstmal um natürlich das Optionale kümmern. PSS Headquarters. Die sind ganz da hinten. Aber sieht sehr danach aus, als müssten wir da doch sowieso. Warte mal ganz kurz. So. Hier geht's Richtung Hospital, hier geht's Richtung Cannery. Okay, das heißt, zu diesem Hof da draußen kommt man nur, wenn man diese Cannery-Mission freigeschaltet hat. Was mich jetzt aber dann auf jeden Fall wegen einer Sache ein bisschen... Die macht mich stutzig, nennen wir es mal so. Eine Sache macht mich dann doch ein wenig stutzig. War das hier? Nee. Irgendwo war doch noch dieses andere Ding. War das hier vielleicht? Ja, ich glaube. Ich glaube, da muss ich mich hier hinten hinbegeben und dann nach oben. Und da ist doch auch noch dieses Tor, wo man erst öffnen kann, wenn man Hospital acquired hat. Das ist jetzt offen. Und... da kommen wir doch an der gleichen Stelle quasi raus, oder nicht? The fuck? Oh, oh. Ach so, okay, das ist irgendwo da drin. Na dann. Das hier ist auf jeden Fall ein ziemlich umfangreiches Gebiet, kann das sein. Oder? Ja, geht vielleicht sogar. Weiß nicht, wie man da noch reinkommt. Vor allem wollte ich mich doch eigentlich auch immer hier schön mit der Sicht hier bewegen. Damit ich auch, wenn es geht, möglichst viel finde. Und hier kriegen wir wahrscheinlich irgendwann erst Zugang, wenn es deutlich, deutlich später ist, I guess. Das ist bestimmt sowas wie das Endgame-Gebiet. Ja, ja. Deswegen sind ja auch so viele Geschütze, weil dann ist ja alles voller Nazis. Dann muss man die alle killen, was ich hinbekommen werde. Kleiner Spoiler an der Stelle. Und hier kommen wir auch nicht durch. Okay. Das hier ist auch zu. Yes. Perfekt, dann habe ich alles gesehen, was ich hier sehen wollte. Auch wenn es tatsächlich erstaunlich viel nichts war, aber egal. Bam, 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 bam. Stop him, bla bla bla. Komm doch hierher, wenn du dich traust. Aha. Könnt ihr ja gerne machen. Ich komme jetzt einfach und knall euch ab. Was, da ist noch... Ach lol, da geht's runter. Oh lol. Ich habe ihn schön verwirrt und mir da nicht gecheckt, wie man so einem Pfosten vorbeischießt. Was geht denn da ab, ey?
explodiert alles. Na gut. Lol. Ah, ich dachte gerade, sein Helm hätte ihn beschützt. Lebt da noch was? Leute, ihr könnt, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Vielleicht sollte ich nichts versprechen, was ich nicht halten kann. So. Nimm das, Alter. Ha! Vor mir kann man sich hier nicht so einfach verstecken. Jetzt möchte ich mal ganz kurz auf jeden Fall auch, was ist hier? Ah, einfach nur der Ausgang, okay. Hier wird sehr viel geballert. Oh lol, von da oben schießen die. Oha. Was habe ich denn hier gefunden? Ultra Secret Raum oder was? Was ist das? Ach lol, eine Kanalisation, geil. Und hier oben. Yeah, dachte ich es mir doch. Bisschen Gold für mich. Ich finde es irgendwie nice, wie interconnected diese ganze Stadt ist. Das ist cool designed. Hundertprozentig unterschätzt, wie nice sowas eigentlich ist, wenn alles so schön interconnected ist. Aber wenigstens wird es, wann immer es eingesetzt wird, meistens appreciated, siehe Dark Souls. Hallo. Searching for, huh? Welcome to Eisenstadt. Or what's left of it. Civilians hiding indoors, Nazis on every corner, and now nameless things prowl the city streets at night. It's all because of General Seppa, you ask me? Someone needs to put a bullet in that bastard's head and stop him. Naja, die ballern auf jeden Fall die Stadt ziemlich gut. Da ist echt nicht mehr viel übrig davon, wenn die so weitermachen. So, da geht's in die SS-Headquarters. Au. Na, was gibt's hier noch Schönes? Aha. Yeah. Okay, da haben wir diese neuen komischen Kreaturen. Zumindest schöne Bilder davon. Und ich nehme mal schwer an, das hier wird irgendwann ein Level sein. Nee, das ist Midtown West, lol. Jetzt will ich eigentlich fast schon wissen, wo ich da rauskomme, ne? Ach komm, die Ladezeiten im Spiel sind eh fast non-existent. Das geht super schnell. Wo ist man denn hier? Kenne ich den Ort? Ich bin noch komplett bescheuert. Kann das eigentlich komplett... Leute, ey. Oh. So, ich will nur ganz kurz gucken, wo man hier rausgekommen ist oder ob dieses Gebäude neu ist. Ah, ich weiß, wo man ist, ja. Oh Gott.
Oh, aber warte mal, wenn ich hier in der Nähe bin, könnte ich eigentlich kurz... Ich könnte kurz zu dem Schwarzhändler gehen. Zum Schwarzmarkt, der ist ganz da unten, oh Gott. Ja, nee, ich hab's ein bisschen eilig. Oder? Ich bin falsch abgewogen. Ich wollte eigentlich zum Schwarzmarkt. Ich muss irgendwo eine falsche... Muss falsch abgebogen sein. Oder ist das jetzt zugemauert? Haben die hier was zugemacht? Nee, hier durch dieses Haus kann man. Genau. Oh je, oh je. Das klingt ein bisschen... Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Nach links unten. Okay. Aber nice, wie die Level hier auch gefüllt haben. So rein theoretisch, ne, gibt's keinen Grund, dass ich das hier jemals gefunden hätte, quasi. Go on in. Oh, look, it's the celebrity, little brother. Yes. Agent William B.J. Blazkowicz. A one-man propaganda campaign. I don't suppose Caroline knows what a hero you are. A man like you would never use his war credentials to impress women. Pity. I know I would. Ja gut. Das ist schön für dich. Hallo. Looking to buy something? Tatsächlich. Und zwar meine Karabiner. Ich habe da ein kleines Problem. Und zwar ist die Basic Accuracy gar nicht so gut, deswegen Dankeschön. Greatly Increasing Damage brauche ich, glaube ich, nicht. Die macht eigentlich genug Schaden, oder? Wie viel Geld haben wir? 3000. Ich guck mal, falls ich... Was ist denn hier beim Shield? Bullets back to those who shot them ist natürlich nice. Was ist das? Enemies who touch your shield. Na, ich benutze den Shield, glaube ich, nicht so oft. Ja, komm, so was drauf. Mach mal. Das Bayonet brauche ich jetzt wirklich nicht. Das hier, Improved Rifling. Why not? Ich benutze die Waffe doch eh permanent. Drum Magazine. Wenn man schon dabei ist. Danke. Ich gehe dann mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. See you around, love. Ja, das nächste Mal, wenn ich was kaufen will, natürlich. Habe ich natürlich ordentlich viel Asche dagelassen. Ich brauche wieder... Ah, du kommst mir gerade recht. Ich brauche Muni, danke. Ah, da hinten habe ich auch noch ein paar Leute abgeknallt und mir die Munition, glaube ich, nicht geholt. Deswegen schauen wir doch mal. Ich glaube, die sind alle despawned, ne? Fuck. Was soll man machen? Was soll man machen? Da können wir nichts mehr tun, außer damit leben, dass die Munition verschwunden ist im Äther des Ressourcenmanagements, I guess. So. Jetzt aber. Da rechts geht's dann gleich zum... Get to cover! Da rechts würde es zum Hospital gehen. Leben die alle wieder? Ihr mogelt doch. Ihr mogelt doch komplett. Ich habe euch alle gekillt. Okay, jetzt ist diese Waffe viel, viel besser geworden auf einmal. Diese
Waffe ist sehr, sehr viel besser geworden damit. Ha! Mir entkommt ihr nicht so leicht, ihr Goldsäcke. So, da geht's zum Hospital. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Aha. Oh, hallo. Guten Tag, Agent Rascals. Is there a reward on your head? I bet you're interested in traveling unseen. The best way to do that is by using the rooftops or the sewers. The rooftops give you a good view of the city, but beware of snipers. And if you're not careful where you step, you could fall. Tatsächlich möchte ich gesehen werden, weil dann schießen die auf mich, dann weiß ich, wo die sind, dann schieße ich zurück und die sterben. Das ist tatsächlich der ganze Grundgedanke dahinter. Okay, da ist wieder so ein komischer Super Trooper. So ein Super Duper Trooper. Der denkt, der könnte was reißen. Na, mit dem muss ich mich jetzt nicht anlegen. Das wäre jetzt tatsächlich Zeitverschwendung so langsam. So. Hier wollten wir doch auch mal durchgehen und gucken. Ne, das hier ist alles nur das hier. Ne, das sind Kumpels. Ah. Wuhu. Gold. Nice. Ah. Okay, da geht's in die SS Base. Was ist da oben? Ja. Oha. Aha. Nice. Na gut, dann würde ich mal sagen, rein da.